Aber irgendwie geht es ja doch weiter. Einmalsummierungswerkzeug brauche ich überhaupt nicht. Oh oh, Falle, Falle, Falle. Ich bei meinem Glück stehe genau auf dem Auslöser. Ne, doch nicht. Scheiße. Wo kommt denn da eine Falle hin? Boah, ist das düster, ey. Wo ist denn die Tante jetzt? Hallo? Serena, Serena. So, die Uhren nochmal fix durchsuchen. Falsch gelaufen, so. Namiras Fäulnis sagt mir auch noch nichts. Oh, guck mal an. Hätten wir ja fast übersehen. Da ist bis jetzt noch keine Truhe abgeschlossen gewesen hier, oder? Ich finde zwar jede Menge Dietriche, aber so wirklich gebrauchen konnte ich sie bis jetzt noch nicht. Ah, hier. Was ist denn da drüben? Da waren wir auch noch nicht. Alter Vater, ey. Das geht ja hier steil wie sonst was. Zaubertrank der Magiker. Oh Mann, haben wir Nachtsicht? Ja, hallo, wieso? Nö. Wieso geht denn das nicht hier, Nachtsicht? Hallo, warum geht denn Nachtsicht nicht? Ich mit meinen tollen Katzenaugen musst du doch den Skill eigentlich voll im Griff haben, voll beherrschen. Ach, guck mal an. Ist da noch eine Truhe? Nö. Nö, 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 nö. Ja, jetzt bin ich hier gefangen in der tollen Welt von Vampirien. Keine. Doch, leicht blau schimmert es jetzt. Ja, super. Also ich glaube, ihr seht das nicht bei YouTube. Ich sehe hier so einen ganz geringen blauen Schimmer um mich herum. Das soll meine Nachtsicht sein, oder was? Ja, super. Die hätten sie sich auch schenken können. Das war nix, das war nix, das war nix. Kommen wir hier denn noch? Ach, hier geht's auch hoch. Ach, schau an! Einen Hebel! Ja, war ja klar, dass da wieder irgendwelche munteren Gestalten irgendwo hergetorkelt kommen. Ja, ja, kotzt mich mal später an. Ah, der wird so weggeblasen hier von meiner scharfen Vampirbraut. Das wird euch eine Lehre sein. Genau. Und die auch. Wo ist denn der Rest von dem? Ach, hier. Wie, wer ist da? Hui! Alter! Geschafft. Ja, nichts zu gebrauchen. So, da ist, da liegt noch so ein Flummi. So ein knochiger Flummi. So, haben wir das Tor jetzt aufbekommen. Ist es offen? Jawohl, das sieht gut aus. Knochenmehl, Nordpfeil. Oh, Silberhalskette. Nehmen wir auch mal mit, ne? Wer weiß, vielleicht können wir noch einschmelzen, ein paar Kugeln draus machen. Und irgend so eine andere Vampirsippe da um die Ecke bringen. Was ist denn das jetzt schon wieder für eine Arena hier? Was? Huhuhu. Ja, du bist down. Haha. Ey, die alte, die hat's drauf, ey. Die macht ordentlich Schaden. Die kann. Hui. Was? Ey, ich sehe hier gar nichts. So schnell haut die Typen hier um. Alter Nordfall, den nehmen wir mit. Hallo, hallo, wo ist denn der Rest von euch? Ach, die belebt ihn für sich wieder. Ach, wie geil. Boah, die hat ja coole Skills. Jetzt geht's euch mal richtig an den Kragen, Freunde. Wow. Winziger Seelenstein. Ganz schön armselig. Was sind denn das für Blumen hier? Todesglockenblume, auch neu. Zumindest sagt mir das überhaupt nichts. Oh, wer liegt denn da? Verbrannte Leiche, ich suche einen Knochen. Hallo, hallo, hallo. Oh, meine Waffen sind weg. Nein! Du Arsch! Wo hast du meine Waffen hingeschleudert, du Penner? Boah, ich hasse diese Gegner, die dir die Waffen wegnehmen können. Das liegt. Ah, ich bin schon gleich wieder down. Und ich kann mich noch nicht mal beschweren, dass sie mich versucht hat, mir meinen haarigen Arsch zu retten. Meinen katzenhaarigen Arsch. Denn sie macht ja alles, was sie kann, aber irgendwie schleiche ich hier rum. Bin irgendwie so halb gelähmt. Hey, solange wir die Gelegenheit haben. Die
Na, du bist gut. Meine Waffen liegen hier im Feuer. Da komme ich da dran an mein schönes Schwert. Oh, ich hab's. Ich hab's, Gott sei Dank. Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Ach, jetzt ist das hier nicht mehr in meinen Favoriten. Oh, das ist so nicht zu glauben. So, das Dämmerwachtschild. Nein, nicht die Fackel. Das Schild will ich. Und natürlich das Schwert. Hallo, was bin ich denn ohne Schwert, bitte? Gar nichts. Kleiner, unnützer Hansel, so. Höhe, Traugerwicht. Die erwischte dich. Nein, 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 nein. Jetzt ist die angeschlagen. Das ist natürlich äußerst fatal. Verfickt. Blöd. Oh, Baby. Geh mir bloß nicht drauf. Boah, der ist direkt hinter mir. Nein, jetzt habe ich das blöde Schwert nicht zu den Favoriten hinzugefügt. Da ist es. So, jetzt aber hier. Komm, Tacheles. 12 bei Kerner. Blöde Trauger. Ich hasse sie. Mann. I hate. Ich hasse diesen Skill, weil ich ja jedes Mal meine Waffen suchen muss. Ja, dann sind sie jetzt schon wieder hingeschleudert. Blöder Arsch. Ich drehe schon seit Stunden hier so meine Runden. Ah, da liegt es doch. Da nehme ich es doch mal an mich. Ist er jetzt endlich... Nein, die Alte sitzt im Feuer. Ey, krepier mir bloß nicht, Baby. Das wäre äußerst dünn von dir, wenn du das machen würdest. Und das Schild. So, Alter, jetzt aber hier mal... Tacheles, Freund. Krepier, ey. Ja, der hat zwar schöne Sachen dabei, viel zu schwer. Das Schild war sogar besser als das, was ich jetzt habe, oder? Nee, doch nicht. Dann behalt's. Komm, Baby. Komm raus aus dem Feuer. Ich kann mir das gar nicht angucken, wie die da im Feuer steht. Nochmal altes Nordschwert. Nee. Was macht denn die? Heilt die sich jetzt selbst? Wärmt die sich nochmal die Hände? Ich habe keine Ahnung. Ja, wo geht's denn hier raus jetzt? Aus dem Laden. Nicht, dass wir hier noch irgendeinen Drachenschrei übersehen oder so. Ich hatte eben schon das Gefühl, die Musik erklang. Ach, guck mal, eine schöne Truhe. Ohne Falle, so wie es aussieht. Und wieder nicht verschlossen. Des geringen Feilschens. Ey, Leute, wo soll ich den ganzen Mist denn loswerden? Kein Händler hat so viel Gold, dass ich das alles verschachern könnte. Alter. So, meine Taschen sind langsam extremst voll. Müsste dringend mal wieder irgendwo hin. Am besten nach Hause. Mal meine Taschen leeren. Ah, da geht's wieder zurück nach Himmelsrand. Willkommen in Freiheit. Ja, ja, was ist denn jetzt hier mit Serena? Kann die bei Tageslicht überhaupt da draußen rumwandern? Ich habe keine Ahnung. Werden wir ja gleich sehen. Es ist so schön, wieder zu atmen. Ja, und es ist Nacht, so wie es aussieht. Bei diesem Wetter ist es besser als die Höhle. So, 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 lalala, wo müssen wir denn jetzt mal hin? Ich verschaffe mir mal kurz einen Überblick. Der Fürstenstein. Ach, da sind wir reingegangen, hier kommen wir... Ach, du Kacke. Wo müssen wir hin? Ach, du Scheiße, ist das weit weg. Wie soll man da wieder hinkommen? Gehen wir erstmal Festung durch. Sie wollte irgendwie ein Schiff haben. Warte mal, ich lese mir das mal im Questtext durch. Vielleicht steht da ein bisschen mehr. Bringe Serena nach Hause. Bei der Erkundung der Trübhöhlengruft befreite ich eine junge Frau aus einem uralten Sarkophag. Sie bat mich, sie nach Hause zu bringen. Zur Nordküste von Himmelsrand. Ja, sehr schön. Was? Was? Drache! Drache! Jetzt kommt ein Drache! Ey, Baby, pack die Skills aus. Es ist Winter. Aua, du. Kritischer. Ja, jetzt mache ich den Drachen down, kann die Schuppen nicht aufsammeln, weil meine Taschen voll sind. Aber ich kann doch der Serena. Kann ich der was in die Hand drücken? Ne, die wird ja, ist ja NPC-mäßig da am Start. Ich mach dich auch fertig. So, da bist du mal down.
Also aber gar nicht verkehrt, wenn ich jetzt mal einen Drachen platt mache, dann kann ich wenigstens mal wieder einen schönen Drachenschrei lernen. Da habe ich ja jede Menge in petto, aber noch nie Drachenseelen großartig aufgesammelt. Jawohl. Wir haben eine mehr am Start. Ich bin so überladen, Leute. So, wo kann ich den denn bitte looten? Hier. Boah, Alter, die wiegen so viel, ey. Boah, ich weiß nicht, wo soll ich mit dem ganzen Gedöns hin, was ich eben eingesammelt habe? Haben wir vielleicht noch so einen Zaubertrank, dass ich ein bisschen mehr tragen kann? Zaubertrank der Stärke, oder wie heißt das? Wundertrank der Stärke, 30 Punkte erhöht. Und dann noch ein bisschen mehr was irgendwie. Krankheit, Magiker. Wasseratmen brauche ich mal am wenigsten. Nee. Hilft mir alles nicht. Fahre ich mir hier mal einen ein. Und jetzt muss ich mal gucken, dass ich da geschickt. Alter Vater, ey. Ja, du trägst zu viel. Was soll ich rauswerfen, liebe Leute? Was soll ich rauswerfen? Das ist alles so viel wert. Elfenrüstung. Ja, die ist eigentlich noch am wenigsten wert von allen, ne? Ja, die wiegt aber auch nur 4. Scheißdreck. Das ist jedes Mal zum Kotzen, ey. Wenn ich hier so aussortieren muss, was ich wegwerfe, was ich behalte. Kaiserliche Armschienen. Ach, die habe ich angezogen. Kacke. Die hätte ich jetzt direkt weggeworfen. Kapuze behalten wir mal rein. Optisch. Kleidung. Was will ich denn mit Kleidung, bitte? Die ist viel wert. Ja, das wiegt auch alles nichts. Schmiedeschürze. Ah, was ist denn so ein richtig fetter Trümmer? Was wiegt denn so richtig? Stahlschild. Rüstung 28. Was wiegt denn das Dämmerkackschild da? 30. Weißt du was? Du fliegst raus, du blöde Stahlschild. So, und da sind wir noch im grünen Bereich. So, dann machen wir das ganz fix. Wir reisen jetzt mal schnell. Und zwar hier nach Weißlauf, nach Hause. Um erstmal hier die Taschen auszuleeren, dass das mal weitergeht hier. Ach ja, geliebte Heimat. Ist Serena jetzt bei mir? Oh ja. Konnten, wird uns das auch wieder gelingen. Mit eurer Hilfe, versteht sich. Kollege, wo du gerade Drachen sagst, fällt mir doch was ein. Ich wollte doch hier Drachenspruch lernen. Drachenschrei, so. Todeszeichen. Schrei und deine Stimme wird zum Bote des Untergangs. Der Rüstungswert und Lebenskraft deines Gegners schwächt. Aha. Keins Frieden. Tiere in deiner Nähe werden dich weder angreifen, noch vor dir fliehen. Mehr Worte verlängern die Reichweite und Dauer. Ja, Rüstungskraft und Lebenskraft des Gegners, das hört sich gut an. Wie, sammelt Drachenseelen? Hallo, ich hab doch eine. Kollege. Ach so, mit R aktivieren. Ja, klar. Ja, das ist, wie gesagt, ich spiele das hier meistens auf der PS3. Da ist das von der Steuerung natürlich ein wenig anders. So, und ich muss jetzt hier leider ein bisschen rumschleichen. Da-da-di. Nein, ist kein Zeitlupenmodus. Ich bin einfach restlos überladen. Hallo. Ich habe hier einige gute Stücke, wenn ihr etwas sucht. Drinnen gibt es noch mehr. Ach, das ist die Schmiedetante. Ja, komm. Du hast eh nichts auf der Tasche. So, wir schmeißen jetzt erstmal ein bisschen Klumpatsch hier rein. Zum Beispiel das ganze Erz. Das können wir hier prima zwischenlagern. Ja, alles. Logo. Die Drachenknochen wiegen zwar einen Arsch viel, aber die nehme ich mal direkt mit. Die Eisenbahn können wir auch mal hier. Eisenerz auch. Gold, du, nö. Gold garantiert lege ich das nicht weg. Mondsteinerz. Was zur Hölle ist Mondsteinerz jetzt schon wieder? Ach, guck mal, das wiegt hier auch ein bisschen was, ne? Komm. Dann, und den Pelz. Jawohl, alle da rein. So, und jetzt können wir uns wieder normal bewegen. Und die schönen, guten Sachen, die bunkern wir mal alle hier in meiner schönen Hütte. Ach, trautes Heim. Home sweet home. So, hier in dieser Truhe habe ich schon meinen ganzen Schmiede-Rüstungskram drin. Zum Beispiel, ja, Bären. Nein.
Nein, jetzt habe ich die komplette Truhe leer gemacht, oder was? Ach, ich bin ein Depp, ey. Ah, jetzt habe ich die komplette Truhe leer gemacht. Ich könnte kotzen. So, das wird jetzt ein bisschen länger dauern, bis wir hier wieder alles reingebunkert haben. Drachenknochen, Drachenschuppen, Eisenbarren, Eisenerz auch rein. Fell rein, Fuchspelz rein, Goldbarren rein. Ne, die Steine mache ich woanders. Holzkohle, keine Ahnung. Leder auch alles da reingeschmissen. Lederstreifen ebenso. Massives Dingsbumsmetall kommt da auch rein. Silberbarren auch. Der Scheißdreck auch. Wolfspelz. Für was auch immer ich das mal gebrauchen kann. Es wird bestimmt später nochmal nützlich werden. So, ich bin immer noch... Bin ich überladen? Ne, es geht mittlerweile. So, und hier im Beistelltisch habe ich meine ganzen Steine und so drin. Die Amethysten. Granatsteine. Kleine Seelensteine, die behalten wir mal lieber. Rubin kommt da auch rein. Winziger Seelenstein. Ach du Kacke. Ja, da habe ich langsam ein bisschen viel. So, dann lege ich mal... Wie viel haben wir? 22. Komm, dann lege ich mal 15 Stück donne ich mal hier rein. Ich hoffe ja, wir finden noch ein paar. Gut. Ich habe trotzdem noch einiges auf der Tasche hier. Hier habe ich meine Spruchrolle drin. So, und hier unten Rüstung und Waffen. So, ich hoffe, ich nehme jetzt nicht wieder alles mit. Leute, ich werde mir jetzt nicht die Mühe machen, das hier alles zu verkaufen oder so. Das dauert mir nämlich alles viel zu lang. Das werde ich irgendwann mal in Ruhe machen. Das müsst ihr euch ja jetzt hier nicht geben. Obwohl, das hier, wie ich das hier einsortiere, müsst ihr euch ja eigentlich auch nicht geben. Aber das geht wesentlich schneller, als wenn ich das hier alles hier verkaufen würde und von Händler zu Händler wandern müsste. Was? Warum nimmt... Ah, jetzt. Gut, Waffen, was haben wir da noch? Armbrust brauchen wir. Kriegshammer brauche ich überhaupt nicht. Eisenpfeile, ja, die sind ein bisschen schwach, ne? Aber die wiegen halt nichts. Brauche ich auch nicht. Spitzhacke brauche ich da. Stäbe, was will ich bitte mit Stäben? Zwergendolch der Absorption brauche ich auch nicht. So. Oh, und das hat sich schon extrem ausgewirkt. So, hier sind meine Kräuter drin. Beziehungsweise meine... wie heißt das hier? Zutaten. Die schmeiße ich jetzt auch alle da rein. Jawohl, alles weg hier. Den ganzen Mist da, den ganzen Knallradatsch in die Kiste rein. So, und wir haben wieder ein bisschen an Gewicht verloren. Jetzt habe ich mich wieder verdrückt mit meinen dicken Wurstfingern. 130 von 320. Das ist gut. Da können wir, so können wir weitermachen. Ach, sehr gut. Hm, gefällt dir das Haus, Baby? Na, hier, willst du hier mal mit einziehen? Hätte noch ein Bettchen frei, du.